Domradio. Sonntagslicht. Jesus verzeiht alles. Er verzeiht immer. Er bittet nur darum, dass wir um Vergebung bitten. Diesen Worten sprach Franziskus am grünen Donnerstag zu 12 weiblichen Gefangenen in einem Frauengefängnis, während er ihnen die Füße gewaschen hat. Diese rituelle Fußwaschung war bis vor kurzem nur Männern vorbehalten. Es ist jetzt das erste Mal, dass bei diesem Ritual ausschließlich Frauen teilnahmen. Die 12 Gefängnisinsassen, die waren während der Fußwaschung durch Papst Franziskus sichtlich ergriffen. Die Geste erinnert, das wissen wir, an das letzte Abendmahl, vor dem laut biblischen Berichten Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat. 2016 war es, da hat Papst Franziskus das Ritual offiziell auch für Frauen geöffnet. Von der Fußwaschung am grünen Donnerstag in diesem Jahr gibt es natürlich Fotos bei uns auf Insta und Facebook sowie auf domradio.de. Und mehr gute Nachrichten, die gibt es nicht nur dort, sondern auch jetzt hier im Sonntagslicht. Ich bin Olli Kelch, euer Host, und wünsche frohe Ostern. Gerade ja schon kurz gesagt, bevor Jesus sich mit seinen Jüngern zum letzten Abendmahl zusammengesetzt hat, wäscht er jedem Einzelnen von ihnen die Füße. Davon erzählt uns die Bibel, und daran haben wir an Grünen Donnerstag gedacht und denken wir jedes Jahr an Grünen Donnerstag. In vielen Grünen Donnerstagsgottesdiensten gibt es tatsächlich auch immer noch Fußwaschungen. Was das eigentlich für eine Geste ist, wollten wir wissen. Und da haben wir mit einer Frau gesprochen, die sich mit Füßen gut auskennt. Und zwar mit einer Podologin. Ich könnte meine Arbeit gar nicht machen, ohne dass ich Jesus an meiner Seite weiß. Ich sage immer, ich schließe morgens mit Jesus meine Praxis auf und abends mit ihm wieder zu. Und die Praxis, von der Annette Biedermann hier spricht, ist eine für Podologie, für medizinische Fußpflege. Um ihren Job gut machen zu können, muss sie erst einmal verstehen, mit was für Problemen die Leute zu ihr kommen. Dazu gehören ganz viele Fragen an den Patienten, denn er besteht ja nicht nur aus Füßen. Ich betrachte eben den Menschen immer ganzheitlich. Und zur Arbeit gesagt, wir bringen also die Nägel in die korrekte Form, entfernen Hornhaut und Hühneraugen fachgerecht, legen Druck- und Reibungsschutz an, um neue Hühneraugen und Druckstellen zu verringern. Also alles, was man am Fuß so finden kann, damit beschäftigen wir uns. Und das sieht nicht immer schön aus und riecht auch nicht immer gut. Aber Annette Biedermann sagt: Ich bin froh, dass die Menschen mir auch mit solchen Herausforderungen ihr Vertrauen schenken. Und ich versuche alles zu tun, damit sie mit einem Wohlgefühl die Praxis verlassen. Man kann sicherlich nicht beim ersten Besuch oder bei der ersten Behandlung alles in Ordnung bringen, alles schaffen. Aber wenn die Patienten sich hier gut aufgehoben fühlen, dann kommen sie nach so einem guten Erlebnis auch gerne wieder. Menschen helfen, sie unterstützen. So also sieht Annette Biedermann ihre Arbeit. Ihr Vorbild dabei, Jesus. Wenn der Herr selber vor seinen Jüngern gekniet hat, um ihnen zu dienen, dann ist das für mich doch gar keine Frage, es ihm gleich zu tun. Und meine Arbeit, die verstehe ich eben als Dienst am Nächsten. Tatsächlich ist sie nicht nur medizinische Fußpflegerin, sondern auch überzeugte evangelische Christin. In ihrer Heimatgemeinde engagiert sie sich als Lektorin. Wenn ich im Gottesdienst die Geschichten von und über Jesus und auch in diesem Falle über die Fußwaschung spreche, habe ich natürlich die Möglichkeit, ganz, ganz viel von mir persönlich hineinzugeben, wie ich das empfinde oder wie ich das sehe. Und in diesem besonderen Fall, da kann ich ganz beispielhaft aus meinen praktischen Erfahrungen berichten. Und das spüren die Zuhörer, dann natürlich die Gemeindemitglieder, dass das wirklich authentisch ist. Andersherum zieht Annette Biedermann aus den Texten aus dem Evangelium auch Kraft und Motivation für ihren Berufsalltag. Natürlich ganz besonders aus der Geschichte über die Fußwaschung. In der Bibel bei Markus lesen wir, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er dient. Und das tut er ganz praktisch, indem er die Füße seiner Jünger wäscht. Also er möchte so zeigen, dass wir untereinander auch zum Dienen bereit sein sollten und müssen und können. Also in welcher Form auch immer, dass man sich auch für andere verantwortlich fühlt. Das sagt Annette Biedermann. Sie ist christliche Podologin. Sie hat eine Praxis für medizinische Fußpflege in Sachsen-Anhalt. Ja, und am Grünen Donnerstag, da hat sie mit meiner Kollegin Hilde Regeneter genau darüber gesprochen, wie sie die Geschichte von der Fußwaschung liest, die ja Grünen Donnerstag in den Fokus rückt. Das ewige Licht, Gedenkkerzen, Taufkerzen, Friedenskerzen. Kerzen gibt es eine ganze Menge und die spielen in der Kirche eine sehr, sehr große Rolle. In der Osternacht, da wird die große Osterkerze angezündet und die Gläubigen, die können oft auch dann mit kleinen Osterkerzen in die Kirche einziehen und diese dann anschließend mit nach Hause nehmen.
So richtig nachhaltig ist das nicht. Denn viele von diesen Kerzen, die sind aus Paraffin gemacht. Das sagt Anja Luft. Da würde ich sagen, dass der Großteil der kirchlichen Kerzen auch in dem Bereich angeboten wird. Und das ist einfach die schlechteste Variante, weil sie einfach nicht nachhaltig ist. Also die Kerzen aus Paraffin sind quasi ein Nebenprodukt aus Erdölraffinerien und wir kennen ja alle die Folgen von Erdölabbau, Tankerunglücke, Ölkatastrophen und das belastet einfach die Umwelt. Könnte jetzt der schlaue Olli sagen, Bienenwachs wäre ja vielleicht eine Alternative, also sprich Kerzen aus Bienenwachs. Auch nicht so clever. Bienenwachs ist schon eine Alternative, aber Bienen produzieren zum Beispiel nur kleine Mengen an Wachs. Deshalb sind diese Bienenwachskerzen auch sehr teuer. Also bei Bienenwachskerzen sagen wir immer, ja, duftet ja auch gut, sehen schön aus und ist wirklich eine gute Alternative, aber bei ausgewählten Anlässen. Bienenwachs ist ja ein Luxusprodukt. Also dann ist das auch keine echte Alternative, denn Kirchen brauchen eine Menge Kerzen. Aber wenn schon nicht das Material nachhaltig ist, dann könnten zumindest die Kirchen am Verbrauch schrauben und Kerzen anders nutzen, sagt Anja Luft. Die hatten eine Osterkerze und da war eben auch ein Motiv drauf und die haben sich das Motiv extra nach unten setzen lassen auf der Kerze, dass die Brenndauer lange gegeben ist, bis quasi das Motiv von der Kerze abgebrannt wird. Auch Teelichter sind ja oft im Einsatz in Kirchen. Da würde ich nie Teelichter mit Aluschale empfehlen, sondern eben mit Glas, was man nachfüllen kann. Nachhaltige Osterkerzen, also ein Thema, was uns alle angeht. Wenn wir nachhaltige Kerzen besorgen, dann fällt weniger Müll an und es landet natürlich dann auch weniger Plastik in den Ozeanen, dann in den Fischen und letztendlich dann wieder bei uns. Anja Luft vom Onlineshop wirkaufenanders.de hat uns das Thema nachhaltige Kerzen näher gebracht. In Attendorn im Sauerland, da ist jetzt an diesem Osterwochenende eine Menge los. Starten tut der ganze Spaß bereits am Samstag um 14 Uhr mit einem sogenannten Semmelsegen. Danach gibt es das Kreuzestellen und am Ostersonntag dann das Osterfeuer und das Osterabendsingen. Fangen wir aber mal vorne an. Pfarrer Andreas Neuser, er ist von der Gemeinde St. Johannes Baptist. Der hat mir erstmal im Domradio erklärt, was denn dieses Semmelsegnen überhaupt ist. Also im Grunde ist das ein ganz normaler Brotsegen, ein Speisesegen. Der ist natürlich in besonderem Rahmen vollzieht er sich. Das ist eine Tradition, die ich natürlich auch vorgefunden habe hier. Wie gesagt, 350 Jahre alte Tradition. Am Karsamstag um 14 Uhr stehen hier hunderte Leute auf dem Kirchplatz, halten ihre besonders geformten Semmeln hoch und ich habe die Ehre, die zu segnen. Die Semmel werden also gen Himmel gestreckt, werden gesegnet. Danach sollen sie besonders gut schmecken. Pfarrer Neuser hat auch einen Tipp, was drauf soll. Man kann diese Semmel natürlich mit dem belegen, was einem schmeckt. Aber traditionell ist es eben, dass es gute Butter draufkommt und Knochenschinken. Ich nehme das gerne auch mit Marmelade. Vor allen Dingen ist ja wichtig, dass es eine Kümmelsemmel ist. Also das hat auch damit zu tun, dass diese Semmelsegnung ja am Ende der Fastenzeit geschieht. Das heißt im Grunde zu sagen, der Kümmel ist dann verträglicher für den Magen. Und daher hat das diese Kümmelsemmel ihren Ursprung. Ja, und dann gibt es in Attendorn auch noch einen richtigen Wettbewerb. Und zwar gibt es an den vier Stadttoren jeweils ein großes Osterfeuer. Ja, und irgendwie möchte dann ja doch jedes Stadttor sein schönstes, größtes, tollstes haben. Unbedingt. Das ist auf jeden Fall ein Wettbewerb. Es gab vier Stadttore hier in Attendorn. Und die Osterfeuervereine ordnen sich diesen Toren zu. Also es gibt die Niederste Tor, das Ennester Tor, das Kölner Tor und das Wassertor. Und da ist es natürlich wichtig, dass man das Dünnste und Größte und der Stamm wird also gemessen, wer hat den längsten Stamm, wer hat den dicksten Stamm. Und das wird dann einmal bejubelt und geht dann in die Geschichte ein. Aber dann gehen alle auf ihre Berge. Und am Sonntag um 9 Uhr, Sonntagabend 9 Uhr, werden sie alle gleichzeitig entzündet. Und dann sieht man die Osterfeuer über der Stadt. Also wenn ihr noch einen Ausflugstipp braucht für Ostern, Ostersonntagabend, da geht's los in Attendorn. Vier Osterfeuer und ihr könnt dann ja mal für das Beste, Tollste, Schönste, Größte klatschen. So wie jetzt. Ja, sie sind wieder unterwegs, die Ostermärsche. Sie ziehen wieder über die Straßen der Stadt.
Für Frieden und gegen Aufrüstung zu demonstrieren, das bekommt in Zeiten von Putins Angriffskrieg ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und eine noch wichtigere findet zum Beispiel Wiltrud Rösch-Metzler. Sie ist die Vorsitzende der katholischen Friedensbewegung Pax Christi in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Sie wird beim Ostermarsch mitlaufen und auch eine Rede halten. Im Interview mit uns hat sie uns schon mal vorab gesagt, was sie betonen wird. Der Friedensbewegung wird ja oft vorgeworfen, wir hätten nichts erreicht. So will ich einigen Spuren nachgehen, was wir denn erreicht haben. Mir ist es auch wichtig, dass wir die Hoffnung nicht verlieren angesichts des vielen Leids und der Not um uns herum und unserer großen Aufgabe, Krieg zu verhindern. Und was tut man, wenn der Krieg schon da ist, wie zum Beispiel im Gazastreifen oder in der Ukraine? Wer heute laut über Verhandlungen mit Russland nachdenkt, der muss auch mit einem sofortigen Shitstorm rechnen. Das haben zuletzt auch mehrere Politiker und der Papst erlebt. Dazu noch einmal Wiltrud Rösch-Metzler. Es ist nicht aus der Welt, an Verhandlungen zu denken. Das möchte ich mal sagen. Und es ist die Aufgabe unserer Politiker, da all ihre Kraft reinzusetzen. Es ist die Aufgabe von Politikern wie unserer Außenministerin und unserem Bundeskanzler, da Kraft reinzusetzen und die Diplomatie zu stärken und zu schauen, dass Gesprächsfäden nicht abreißen. Das alles laut einfordern und dafür auf die Straße gehen, das erfordert natürlich auch Engagement, Kraft und durchaus auch Mut. Wiltrud Rösch-Metzler, die wurde auch von uns gefragt, woher sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter die eigentliche Motivation nehmen. Uns leitet natürlich die Bergpredigt und dieses Beispiel der Gewaltlosigkeit, das Jesus uns gibt, ist ein wahnsinniger Ansporn und war ja auch in der Geschichte für viele Menschen schon Ansporn. Also wenn ich an Mahatma Gandhi denke, für den die Bergpredigt sehr wichtig war, oder Martin Luther King, das ist für uns der Kern von unserem Glauben an den Frieden Christi, so heißt ja auch unsere Organisation, Pax Christi. Für uns ist es ja ein Anstoß und eine Aufgabe, auch in dieser Nachfolge uns zu bewegen. Habt ihr auch die Passion auf RTL gesehen? Die Leidensgeschichte Jesu, die wurde dort ja als Live-TV-Event gezeigt. In den Niederlanden, da gibt es dieses TV-Format schon seit 13 Jahren. Und das hat auch nachweislich dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen wissen, was an Ostern passiert ist. Wir haben euch bei Insta und Facebook jetzt nicht gefragt, ob ihr wisst, was Ostern passiert ist, sondern wir wollten von euch wissen, habt ihr denn die Passion gesehen? Und wenn ja, wie war denn die RTL-Version? Bei Insta und Facebook kamen dann so einige Antworten. Das hier ist nur eine kleine Auslese. Jutta zum Beispiel schreibt, mit solchen Aktionen erreicht man so viele Menschen und vielleicht schaffen einige auch dadurch den Weg zurück in die Kirche. Mein Glaube gibt mir Kraft für den Alltag. Michaela schreibt, für mich war es sehr emotional und ich fand es toll, diese mehr als 2000 Jahre alte Geschichte auf die neue aktuelle Zeit umzustellen. Schneehase67, die Werbepause dazwischen waren fürchterlich, ansonsten aber sehr beeindruckend. Auch Julia war von der Werbepause überhaupt nicht angetan. Die Passion ins Jahr 2024 zu bringen, ist aber eine gute Idee. Land of Frau Petra schreibt, mir hat es sehr gut gefallen, aber die Werbepausen waren störend. Sie wohnt in Kassel und ein Teil der Prozession ging auch vor ihrer Haustür lang. Das war schon beeindruckend. Ja, und einer schreibt, Jesus Christ Superstar war deutlich besser. Schauspielerisch, musikalisch und überhaupt. Ja dann. Fortsetzung folgt. Ich habe mir sagen lassen, RTL plant schon eine dritte Auflage. Die Inspiration. Wir feiern Ostern, die Auferstehung Jesu. Und davon spricht natürlich auch der Erzbischof von Köln, Rainer Maria Kardinal Wölki, in seinem Impuls. Gestern noch tot, heute lebendig. Am Ostermorgen zeigt Gott, was er kann. Er lässt seinen Sohn nicht im Dunkel des Todes stecken. Das Grab ist leer. Jesus, den sie 3 Tage zuvor am Kreuz hingerichtet hatten, ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Aus dieser Zumutung für unsere Vernunft wird eine Zuversicht für unsere Existenz. Tod und Auferstehung Jesu, akribisch genau in der Bibel aufgeschrieben, mit Zeit, mit Orts- und mit Namensangaben, kann unser Denken und Hoffen prägen. Tod und Auferstehung zeigen, Gott geht über das Leid nicht hinweg, auch nicht über das Leid in den Kriegs- und Krisengebieten. Und nicht der Tod hat das letzte Wort.
seit Jesus Christus, der Sohn Gottes, die Nacht der Verzweiflung und des Todes durchlitten hat, braucht niemand mehr zu denken, der Allmächtige. Der thront irgendwo über dem Universum und lässt mich auf der Erde im Stich. Seit jenem ersten Ostertag der Weltgeschichte gilt, ich bin nicht allein in meinem Leid und auch nicht angesichts des Elends in der Welt. In Christus hat das Leben über den Tod triumphiert. Am Ende unseres Lebens, zu guter Letzt, erhalten wir Gottes Unendlichkeit geschenkt. Und die Hoffnung, die siegt über die Angst. Von Herzen wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes und gnadenreiches Osterfest. Ihr Rainer Wölki, Erzbischof von Köln. Dem schließe ich mich natürlich an. Im Namen der gesamten domradio.de Redaktion frohe und gesegnete Ostern. Das nächste Sonntagslicht gibt's am kommenden Samstag ab 17 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Gerne weiterempfehlen, sagt euer Olli. Tschüss.